Willkommen zurück. Ihr seht, ich habe ein wenig zugelegt mit Items und nicht nur das. Wir rüsten aber trotzdem den aus. Ja. Ui, was machen wir dem Boss? Denn der Boss stinkt. Yeah. Aha. Aua. Du scheiß Vieh. Egal wie schlecht ich bin, ich habe drei Feen. Oh. Toll. Ja, ich bin gestorben. Erster Tod. Hoffentlich reichen meine Feen. Wenn nicht, dann bin ich echt schlecht in Zelda. Aber ich mag diesen Boss nicht. Der ist nicht einfach, einfach. Einfach, einfach, einfach. Nicht. Nein. Wir sterben. Du scheiß Motte. Wir haben ihn geschafft. Also On Air, mein Glückwunsch dazu, dass du so gut bist. Ich bin's nämlich leider nicht. Herzcontainer! Wir haben ihn geschafft! Ist das nicht geil? Ich bin ganz stolz auf mich. Ich bin ja so stolz. Okay. Gut. Dann reden Sie bitte mal. Conan, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Hast du von der Prophezeiung der großen Zerstörung gehört? Hier, was ich darüber weiß. Wenn ein Wesen mit Bösem im Sinne über die Macht des Triforce verfügt, naht die große Zerstörung. Apokalypse! Die Legende erzählt aber auch, dass ein Held kommt, der gegen das Böse kämpft. Dieser Held wird ein direkter Nachfahre der Ritter von Hyrule sein. Nicht wahr? In deinen Adern fließt das ritterliche Blut? Dann musst du Zelda retten. Dich erwarten viele Prüfungen, bis du der legendäre Held bist. Hast du alles verstanden? Nein. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Yeah, ich werde komplett aufgefüllt. Ja. Und wisst ihr, welchen Tempel... Ich habe diesen Tempel geschafft. Ich habe diesen stinkenden Dreckstempel geschafft. Ich habe ihn geschafft. Ich habe ihn... Ja, ja, ja. Oh, ich bin so stolz. La 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 la. Oh Leute, ihr wisst gar nicht, wie stolz ich gerade auf mich bin. Diesen Tempel habe ich noch nie gemacht. Ich habe mich aber auch reichlich doof angestellt, muss ich wirklich zugeben. Zum Beispiel habe ich nicht gecheckt, dass um an die Truhe zu kommen, dass man diesen anderen, diesen Schalter betätigen muss. Das war schon peinlich genug. Egal. Ich hoffe, ihr hattet was zu lachen. Und ja, die Wege führten eigentlich nur im Kreise herum. Wenn man einen Schlüssel fand. So, ich muss jetzt hier irgendwie rausfinden. Die Frage ist nur, wie? Oh ja. Ich werde noch weiter mit Tempel gequält. Mit diesem Tempel. Ihr stinkenden Mumien. Verrecket. So. Ich will nämlich hier raus. Ich will hier raus. Yeah. Komm, lass dich treffen. Aha. So, als nächstes machen wir den Dungeon in der Stadt. Ich mache die irgendwie nach Nummerierung, was eigentlich nicht nötig ist. Aber ich mach's gerne. Wow! What the? Das da hat mich jetzt gerade irgendwie ein klein bisschen erschreckt. Aber nicht so schlimm wie die Wespen. Die Wespen, die waren ja das No-Go ever. Wir gehen diesen Weg. Da habe ich mich wirklich erschrocken bei den Wespen. Einfach nur, weil das sau gemein war von denen. Und weil ich Angst vor Wespen habe und das einfach nicht erwartet hatte, weil nämlich... Ja, weil, genau. Nein, scheiß Geist. Nein, weil da vorher Äpfel rauskamen und das hatte ich wirklich absolut nicht erwartet. Und das war voll schwul von mir, aber egal. Okay, ab in den nächsten Tempel. Das müsste doch der vierte sein, oder? Ja. Das Schlimmste haben wir jedenfalls mal hinter uns. Und zwar den Skelett-Tempel, der eigentlich sehr einfach ist, aber... Yeah. Ab rein. Der ist genial. Genialistisch ist dieser Tempel. Nicht. Der ist ziemlich nervtötend. Ich freue mich ja so nicht. Und ich muss niesen.
Ich wusste. Himmel, nochmal. Verzeihung. Das habe ich auch mal in einem Let's Play genießt. Boah, die da spucken Feuer. Genau. Das habe ich noch in Erinnerung. Wobei ich eigentlich gar nichts mehr in Erinnerung habe von diesem Tempel. Weil er einfach total schwul ist. So, ich habe nichts gegen Schwule. Nein. Ich weiß absolut nicht, wohin. Hätten wir erst oben her müssen? Okay. I don't know. Wir rennen einfach mal wahllos in der Gegend rum. Ich wusste aber, dass es hier sehr viel zum Bomben gibt. Und was zur Hölle ist da draußen los? What the hell? It's going on there. Okay. Ich habe absolut keine Ahnung mehr. Okay, ich musste doch runter. Hier komme ich nämlich noch nicht weiter. Ja. Genialistisch. Na! Ja. Haha. Blob, blob, blob. Hau ab. Und ihr seht, ich kann 30 Bomben tragen und 50 Pfeile. Yeah. Okay. Ah, der ist so verdammt verwirrend, dieser Tempel. Der ist so verdammt verwirrend. Und noch was zum Bomben. Yeah. Nö. Oh. Toll, dahin muss ich noch nicht. Bomben. Okay, das war ein Griff ins Klo. Aber egal. Okay. Wo müssen wir her? Das da ist schon mal eine Sackgasse, ein Dead End und so. Ich habe keine Ahnung, woher. Es kotzt mich gerade an. Und ich renne nicht rein. Ha. Ah, aber da. Mann. Okay. Aua, da war... Ich kann ihn doch nicht sehen. Ich bin doch blind. Genau. Oh, nein. Fuck, das nützt nichts. Ich bin ein rosa Kanickel. Ah, danke. Gut. Oh, toll. Es kotzt jetzt schon an. Verdammt. Da bin ich hergegangen, das weiß ich noch. Ah, ich werde von einer Schlange verfolgt. Und what the fuck? Dieser Tempel stresst jetzt schon. Ich habe absolut gar keine Ahnung, woher es hier geht. Nein, lass mich in Ruhe. Aha. Ah, okay, ich habe doch eine Ahnung, woher es geht. Glaube ich. Ich glaube es zu... Ich will da runter. Und warum geht dieser... Geh auf! Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Drecksteil. Okay, wie kriege ich diese Türe auf? Ja. Ich wette, wenn ich mal wieder eine Nacht drüber schlafe, weiß ich, wie ich hier weiterkomme. Egal, wir springen trotzdem nochmal runter und machen nichts, weil wir nicht wissen, woher es geht. Beziehungsweise ich weiß es nicht. Yeah! Und Pullerchen, du hattest recht. Du bist tausendmal besser als ich in diesem Spiel. Ah, nach 1000 Jahren endlich mal. Oh, das war gemein. Ah, ich werde verfolgt. Nein, lass mich in Ruhe. Da kam ich her, würde ich mal spontan sagen. Oder? Nein, kam ich nicht. Das ist nämlich eine Tür. Yeah. Da drin befindet sich bestimmt mal wieder nichts Interessantes. Oder? Ein Kompass. Du hast den Kompass gefunden. Toll. Wir gehen einfach mal hierher und erkunden. Diesen Dungeon kann ich auch nicht leiden, aber wenigstens gibt es hier keine nervtötenden Hände, die dich begrapschen wollen. Hilfe, ich will eine Hand befummeln und da draußen fährt wieder ein Bus. Wie wär's, wenn du dir mal irgendwie was... wie wär's, wenn du mal die Ketten ölst?
Ja, ist gut, iPod. Ist gut, ich hab aber Angst. Mann, Schnauze. So. Wir gehen aber jetzt einmal durch diese Tür und dann machen wir einen Schnitt, beziehungsweise ich mache einen und die Schlange ist verschwunden. Oh yeah. Ah! Fuck you. Fuck you, Dick. Wir werden hier noch sehr viel Spaß haben. Aber nun ist es erstmal egal. Ich renne wieder zum Anfang zurück. Wir haben immerhin den Kompass und die Karte und wir sollten darüber froh sein. Also, wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann.